Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Astroneer zusammen mit dem Schieber da drüben. Hallo. Wir haben hier ein bisschen gebaut. Guck mal hier. Das haben wir gebaut, aber wir brauchen erst noch den geschlossenen Dreisitzer. Also wir wollen ja gleichzeitig fliegen, ne? Und nicht nur mit einem. Wobei ich glaube, wir können dort oben auch zwei Einsitzer setzen. Glaube ich. Aber wir füllen hier gerade den Treibstofftank und das dauert ewig. Also wir nehmen Energie und wandeln die um in diesen Treibstoff. Richtig, richtig. Wir brauchen allerdings ein Hydrazin-Extraktor-Ding, weil das einfach wahrscheinlich den, schneller geht. Den müssen wir noch erforschen, aber wir brauchen natürlich auch Energie, ne? Und anderes, warte mal, mit dem Kupfer will ich jetzt hier nicht rumrennen. Das Kupfer lege ich mal jetzt hier. Wir brauchen mehr so Solarpaneele. Also ich habe hier noch 3 Kupfer insgesamt. Also wir könnten zwei Solarpaneele können wir bauen. Für mehr Energie. Ich nehme es mal mit. Ja, schade nicht. Ich gehe mal ein Solarpaneel. Oh, ich habe hier noch Titan, siehst du? Muss ich noch schnell wegpacken. Das ist so von unserer Ausflugtour. Was wir zusammen. Ups, na. Titan, bleib hier. So. Was wir von unserer Ausflugstour so mitgenommen haben. Ah, da ist es. Organisch. Das packen wir mal hier hin. So. Und da kommt ein neues Solarmodul. Wurde ja auch Zeit, wa? Man kann nie genug Solarmodule haben. Nee. So. Gehst du darauf? Ja, so. Er produziert erstmal schon ein bisschen Energie. Gut so. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einen Kanister, den brauche ich. So, angepapst. Und hier ist noch Alumette. So. Oh, hier ist schon eingefülltes Hydrazin. Dann rein damit. Jawohl. Ach, der ist schon fertig. Okay. Wie, der ist schon fertig? Ja, der hat schon eine Füllung wieder gemacht. Können wir jetzt hier nicht weiterbauen? Doch, ich versuche hier bloß. Ach komm hier, da. Bupp. Und Feuer. Hast du schon. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen uns wieder irgendwo hier runterbuddeln. Ah, wir brauchen Ressourcen ohne Ende. Ja, aber ohne Ende. Was war jetzt am wichtigsten? Wir brauchen. Gemisch brauchen wir nicht. Das ist schon ein bisschen ruckelig. Also seit dem neuesten Update ist es ein bisschen ruckeliger geworden. Ja, habe ich auch das Gefühl. So hast, ohne Sinn und Verstand. Hast du Gemisch mitgenommen? Nö, aber doch habe ich. Wegen den, ja, es ist ruckelig, ja, ne? Also definitiv, wegen aber... Wegen den Verbindungen, ja. Schon wieder runtergefallen, oder was? Ja, ich bin runtergefallen. Lebst aber noch. Warte mal, ich muss mal... Leg noch, wo bist du denn? Ach, da. Also, hier waren wir schon mal übrigens. Ja. Das ist egal. So. Das ist egal. Ich brauche hier. So, aufgefüllt, ne? Ich hänge fest. Hier ist ein Ding. Aha. Was zur Hölle ist hier los? Ich bin hier. Guck mal hier, ich kann hier von unten durchgucken, du auch? Wo? Hier. Wo bist denn du? Hier. Ich sehe dich nicht. Hier, ich stehe doch neben dir, hinter dir. Ach da. Guck mal, ich kann hier oben durchgucken. Du auch? Wohin? Da oben. Da in die. Ja, ich kann durchgucken. Auch, ne? Kannst du in den Himmel gucken. Ja, da ist ein Loch. Krass. Ist aber eigentlich, guck mal, eigentlich ist es zu. ist genauso hier unten auch, da musst du nämlich aufpassen. Müssen wir uns so ein bisschen wieder um Forschungsdinger kümmern. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen ruckliger, aber das liegt halt einfach auch in der... Also das liegt definitiv jetzt am Spiel und an dem letzten Update. Leider. Boah, jetzt habe ich auch so ein Trampling gesetzt. Weil die Aufnahmegeschwindigkeit, die ist nämlich immer noch fluffig. Also. Aber jedes Mal, wenn jetzt das Ding hier aktiv ist... Ja, dann ruckelt es halt.
Halt. Okay, da ist nichts drunter. Wenn beide das machen, ist das mega geil. Aua! Ah, ich wurde schon wieder angeschossen. Oh, Todeswolke. Huch, das geht nicht. So, jetzt aber. Oh, das ist ja. Ist ja richtig Ruckel. Wahrscheinlich haben wir auch den Planeten schon zu sehr verunstaltet. Einzel. Boah, möglich. Aluminiumerz, cool. Aluminium können wir gebrauchen. Boah. Unsteuerbar. Jo. Also es ist wirklich gerade unsteuerbar. Oh, hier hinten müsste es wieder Forschungsdinger. Was? Hier müsste es wieder Forschungsdinger geben. Vorsicht, die schießen. Die Wolken kommen. Oh ja, schnell weg. Na, verflieg dich, Wolke. Ja, jetzt. Okay, wir haben... der ist auch neu. Forschung unbekannt. 3 haben wir davon. So, wisst ihr was? Warte mal. Bringst du die jetzt schon weg, oder was? Ja, zumindest... Huch, wo bin ich jetzt? Aua, aua. Giftgas, Giftgas. Vorsicht. Aber richtig volle Hütte hier. Was ist da los? Keine Ahnung. Das hört nicht mehr auf. Oh, die spucken immer noch. Ja, können wir knicken. Ich mach mal hier zu. Oder auch nicht. Oh. Tja, So. Problem gelöst. Eigentlich wollte ich nur irgendwo raus. Also nach oben. So, hier. Und dann probieren wir es hier. Warte mal, ich muss erst mal... Ey, nun komm, Säule hier. Irgendwie. Warum komme ich hier nicht hoch? So. Oh, warte mal, ich habe keine... Hast du noch, Folgst du mir oder graben wir parallel? Hast du noch Gemisch? Ja, ich habe auch noch Dingers. Weil, ich habe keine Dingers mehr hier. Ich hole schon mal eine Forschungseinheit hier. So. Mein Gott, wie weit geht denn das hier hoch? Ja, ja. Oh, ich glaube, wir graben uns gerade hier durch den Berg. Ja, ich habe ein Problem. Ich komme mal wieder zurück, weil... sonst habe ich gleich keine, keinen Sauerstoff mehr. Wo ist denn hier der Verbindungsdings da? Hier war gerade deine Energieanzeige. Bist du ja nicht durch hier, wa? Nee. Sauerstoff geht zur Neige. Cool, du ziehst jetzt gerade eine ganz lange schwarze Schnur hinter dir her. Eine schwarze Schnur? Ja. Ja, hast ja den Bombenberg hier erwischt, ey. Glaube auch.
Wir müssen, glaube ich, noch ein paar Dinger setzen hier, ne? Ja, geht hier der Sauerstoff aus oder was? Ja. Ich atme halt schnell. Okay. Wow! Keine Ahnung, wo wir hier auskommen werden, aber... So. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja dann in der nächsten Folge, wenn wir alles... Was denn? Ich habe kein Dings mehr, warte mal. Das ist schlecht. Aber das Problem lösen wir, glaube ich. Hast doch Gemisch, ja? Warte mal. Scheinbar nicht. Doch. Super. aber ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann hier vom Planeten verschwinden. Zumindest versuchen wir es mal. Da müssten wir genügend Forschungspunkte haben, um den Dreisitzer zu haben. Und dann packen wir ein bisschen was aufs Gepäck und dann hauen wir ab. Ja, ist ein guter... Und schauen einfach mal, wo wir hinkommen. Oh, ich glaube, wir sind oben. Ich hab's geschafft. Geil. Wo hast du uns hingeschleppt? Tja. Also ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Weg, oder? Ah, da hinten ist unsere Basis. Ja, ich sehe es. Das ist unsere Basis. Ja. Kommen wir da ohne Sauerstoff hin? Ich versuche gerade, mich hier draußen lang zu hangeln. Da habe ich noch eine Strippe. Hier habe ich auch noch eine Strippe, hier drüben. Oh, ich bin irgendwie runtergeflogen. Hier ist noch eine Strippe. Ein bisschen. Kannst du zwischendurch. Komm nicht mehr hoch. Säg dich doch durch. Ich bin runtergefahren. Ach, da kommst du allein wieder nicht hoch, wa? Das Problem ist, wir werden auch den Weg nicht mehr zurückfinden, oder? Nee. Egal. Es war die Erfahrung wert, die wir hatten. Ich glaube, ich werde es nicht überleben dahin. Nicht? Du bist doch ziemlich schnell unterwegs, oder? Ja, ich bin bloß runtergefallen. Ich bin bloß halber. Ich will auch nicht rennen gerade. Rennen verbraucht mehr Sauerstoff. 50%. Hier liegt Sauerstoff rum. Da ist eine Leitung. Okay, gut. Ja, schaffe ich. Scharweg. 25% Sauerstoff. Okay, ich bin angedockt. Wo auch immer wir da rausgekommen sind, warum das auch immer so weit weg war. Voll auf dem Berg. Ja. Hier ist immer noch das Tutorial offen mit Harz sammeln, ja. So. Oh, das 7000 bringt der Pilz, den ich mitgebracht habe. Ja, super, hat sich doch gelohnt. Also der hat sich gelohnt, definitiv. Ich muss mein Inventar leeren. So. Ich könnte jetzt den Hydrazin-Katalysator holen. Ja. Ich könnte aber auch den kann ich noch nicht. Den Dreisitzer, den machen wir, glaube ich, dann mit der anderen Forschungsecke. Ich würde sagen. Ich habe schon mal zwei Harz geholt, dann bau den doch noch mal eben und dann. Ich erforsche ihn jetzt, und zwar jetzt ist er forscht. Das heißt, wir können... Genau, hier am besten. So. Ist ja nicht so weit weg von der Station. So. Nee, da ist er. Kupfer. Wir brauchen Kupfer. Zweimal. Warte mal, wir haben, glaube ich, noch... Null. Wir ich haben hab aber Kupfererz am Start. Ja, dann müssen wir das noch umwandeln. Aber nicht viel. Hier wird Kupfer benötigt. Ja, wir haben das in Solarzellen verballert, ne? Hier ist auch noch. Hier ist auch noch Kupfererz. Ich habe noch eins. Hier. Ja, rein damit. Warte. Hast du drin? Warte, jetzt ist drin.
So, habe ich. Ich habe eins, du hast eins. Ja. Ja, es geht aufwärts. Es geht aufwärts. Schon im, hier voll im Endgame. Ja. Na, wobei, ich glaube, hier gibt es kein richtiges Endgame an sich, ne? Nee, so, Feuer frei. So, und jetzt können wir nämlich diese komische... jetzt kommt ein Sturm wieder. Oh. Oh nein, wir brauchen Silizium dafür. Silizium? Was ist das hier vorne? Energie? Warte mal, wir müssen uns... ich bin weg. So. Hui. Ich bin auch weg, aber wahrscheinlich, weil ich wegfliege. Ja, wir können ja gucken beim nächsten Mal, wie das Ganze da funktioniert. Nö, da, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aha. Ja, wir haben 16 Minuten haben wir erst. Ach komm, da können wir ja noch eine halbe Stunde machen. Na, so ungefähr, ja. jetzt zappeln schon die Steine hier beim Vorbeifliegen. Ich glaube, das Spiel ist gerade ein bisschen überfordert. Ja. Wir haben einfach eine viel zu geile Station gebaut. Ja. Vor allem viel zu lange eine viel zu geile Station. Ja, effizient war es jetzt nicht, aber es ist halt unser, ne? Ja. Außerdem mussten wir uns ja ausprobieren. Wir waren jung und wir brauchten das Wissen und so, ne? So. Ist wieder alles tutti. Naja, noch nicht ganz, aber so gut wie ja. So, wir brauchen hier diese komischen Pelzköpfe. Wie heißen die Dinger denn nochmal? Ist das nicht Silizium? Oder wie heißt das nochmal? Ne, hier. Zack. Ja, geht doch. Das ist doch das Zeug. Ja, Ammonium, sorry. Genau. Und dann müssen wir Energie dran pappen, irgendwie. Und ein Kanister. Ein Kanister haben wir hier. Nehmen wir den da. Hallo? Warum kann ich den nicht nehmen? Ja, den packen wir da hinten noch an. Hallo. Boah. Kanister. Warte, noch nicht anschalten, ich will es auch sehen. Ich muss bloß meinen... Wir können da bis zu 4 Kanister anbringen. Na, wir wissen nicht, was für eine Ausbeute ist, ne? Und wie kriegen wir da Energie dran? Keine Energie. Wie? Na, ist gerade keine Energie. Ah, da kannst du noch einen Hydrazin, den Ding dran machen. Nee, hier fehlt doch, hier, Achtung, da. Jetzt. Kanister, ist noch gar keiner dran hier, oder was? Doch, einer, aber du kannst da 4 Stück dran machen. So, noch ein Hydrazin. Ach, guck mal, jetzt ist ein zweiter Kanister gekommen. Eine Kugel ist ein Kanister. Weil jetzt haben wir 3 Dinger und das sind 3 Kanister. Gucke, wenn du den dran machst, ist oben der auch an. Ist der Bub? Ja, guck. Egal. Aber er hat aktuell keine Energie, um loszufahren, weil ihm die Energie fehlt. Ist ein bisschen doof. Ja, wir müssen warten, bis Licht kommt. Aber süß, das Teil, ne? Ja. Warum ist denn da so ein Dreieck vorne dran? So ein Quadrat, meine ich. Dreieck. Ein Würfel. Ein Würfel, ein Quader. Keine Ahnung, wahrscheinlich kannst du, wenn das Ding direkt steht, hier direkt das hier so anschließen und reinpumpen. Meinst du? Wenn es direkt dran steht, ist es ja nicht. Schade. Ich weiß gar nicht, ob man so eine Dinger wieder zurückbauen kann oder so. Nee, ich glaube, das geht noch nicht. Okay, Energie ist da, Energie ist da, Achtung. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Aufgeladen. Warte mal. Ich glaube. Na. Hä? Der wartet jetzt nicht. Nee, wir müssen das hier. Zack. So, gucke, genau. Der braucht genau die Menge. Verstehe. Ey, das klingt wie die TARDIS. Ja. Oder?
Das klingt eindeutig wie die TARDIS. Geil. Das geht jetzt schnell. Okay. Weißt du was? Wir machen jetzt zwei Kanister da dran. Das geht einfach wesentlich schneller. Der hat jetzt die da ist schon wieder die Dinger selber gezogen hier. So. Ja, cool. Aber das andere Ding gar nicht bauen müssen. Doch, die Energie brauchen wir trotzdem, weil du brauchst ja dieses Ammonium. Krieg das mal. Das haben wir ja auch bloß eingesammelt, weißt du? So. So, damit der Tank schön voll ist. Wir könnten zwar jetzt schon los, aber... Nee, wir machen einmal voll, oder? Ja, immer noch... Ja. Tschüss, tschüss. So, eine. Ah, hier hinten. Oh, hier sind noch zwei. Guck mal hier. Ah, ja. Hier ist noch eins. Kling macht. Aber wir sind eigentlich fast voll. Echt? Das ging aber jetzt schnell. Mhm. So, warte. Ich steck mal hier wieder. Aber weißt du, es ist wieder so ein Ding, erneuerbare Energien, das dauert ewig und mit diesen fossilen Brennstoffen geht's schnell. Ja, ist wieder total... Ja, wobei das andere kostet kein Brot, weißt du? Energie wird erzeugt. Wir brauchen noch einen... Hast du noch einen Kanister? Oder so. Aber ich glaube, dann ist es voll, oder? Ja. Brauchen wir nur noch den Dreisitzer, den geschlossenen. Wir sollten uns dann aber Treibstoff noch in Rohform mitnehmen oder so. Nicht, dass wir dann nachher nicht mehr zurückkommen. Das glaube ich doch nicht. Dann geht nämlich alles wieder von vorne los. Ein immerwährender Kreislauf. Ja. Ja, wohl wahr. Ah, sieht schön aus. Es wird. Es wird. Also wäre schon cool, wenn ein anderer Planet auch anders wäre, aber ich bin. Ja, optisch, ich glaube, sind anders, aber die Flora und Fauna ist ähnlich. Ist voll. Wie, ist voll? Ist voll. Tatsache. Oh, jetzt können wir das, das können wir da dran lassen, das wird dann immer nachgefüllt. Das lassen wir noch voll werden. Ja, das sieht doch gut aus. Wobei, ja, wenn es... auch nachfüllen. Ja, der wird dann auch voll. So, sehr schön, Was sagt unsere Forschungspunkte rein? Na, das dauert jetzt noch 1500, haben wir. Wobei wir könnten... Nee. Das wäre unnütz. Ich hätte gesagt, wir könnten sonst hier geschlossene... Haben wir überhaupt schon geschlossene Einsitzer? Nee, ne? Nee, wir bauen einfach den geschlossenen Dreisitzer, wenn wir die Kohle haben. Ja. Ganz einfach. Genau, den geschlossenen haben wir nämlich noch nicht. Der 2876. Wir machen das mit den 76. Das ist das Beste. Das heißt, wir werden dann zwischen den Folgen wieder Dinge dann sammeln. Aber das machen wir in der nächsten Aufnahmesession. Genau. Das ist jetzt so die letzte in der Session. Und ja, dann sammeln wir den Kram ein, machen das fertig. Ja. Und kurz vorm eigentlichen Start würden wir dann wieder zuschalten. Also aufnehmen und da weitermachen. Ja. Sonst wird es zu eintönig. Und mal gucken, was wir für Themen danach haben. Ist schon eine große Basis geworden. Ja. Wir können da noch eine Handelsstation können wir auch noch bauen. Da können wir nämlich Dinge losschicken und in einem gewissen Verhältnis dann andere Dinge uns umtauschen lassen. Also sowas wie, weiß ich nicht, Biomaterial, 4 Stück, dafür kriegst du dann einmal Kohle oder so. Kohle habe ich zum Beispiel gar nicht mehr gefunden in der letzten Zeit. Ah, ich glaube, der Netzwerkcode hat zurzeit auch ganz schön zu tun. Du ruckelst hier nämlich über die Piste ganz schön gerade. Ja, ich ruckel so ein bisschen, aber naja. Ja, wir machen an der Stelle Folgenpäuschen, Aufnahmepäuschen, Sessionpäuschen, wie auch immer. Und, Wochenende, es ist Wochenende. Ja, so ungefähr, mindestens. Oder? Nee, wenn die Folge kommt, ist schon wieder Montag. Aber ist egal. Bis dahin. Egal. Tschüss.